So, ich glaube, ich bin bereit. Sharon, sind Sie auch fertige Verpackung? Ich denke, ich werde es also gehen. Aha, da kommt meine liebe Nichte. Sharon, ich habe so viel von meiner Sorg für unser Reis verpackt. Aber immerhin, Sie bereits wissen, dass heute wir nach Deutschland gehen. Und so versammt, ich frage mich, ob Sie auch bereit sind mit Verpackung. Und sind Sie auf nicht vergessen, meine Nichte? Ja, ich bin bereit zu gehen, aber wir werden nach Deutschland gehen. Wir fliegen nach Deutschland mit einem großen Flugzeug. Was? Sharon, warte! Was ist sie jetzt einmal? Nein, oh nein, nein, ich will nicht. Unglaublich, wie sie sich verhalten. Wir haben keine Zeit, Sharon. Das Flugzeug geht in einer Stunde. Und ich möchte keine Diskussion über die Herstellung und Langsamkeit. Also lasse ich so schnell wie möglich nach Oslo Airport gehen. Ich will es nicht, Onkel Alfred, ich will es nicht. Und warum nicht, Sharon? Sind Sie manchmal Angst zu fliegen? Ja, ich bin Angst vor dem Fliegen. Die Höhe macht mich so wuchsam und ich mag es nicht. Durch das Fenster schauen. Und das Sie wollen nicht es? Na, dann bleiben Sie hier. Das ist unmöglich. Ich muss Sharon unbedingt nehmen. Sie können nicht so lang so bleiben. Vielleicht habe Ricardo eine. Aha, natürlich. Ricardo Cartoon hat immer Ideen. Weil Ricardo Cartoon war immer derjenige, der einen Rat geben kann. Guten Morgen, Savannah. Sie sind froh, mich wiederzusehen? Sie sagt nichts. Das ist wahr. Ich war mit einem Foto im Gespräch. Die wirkliche Savannah ist im Urlaub auf den Antillen. Und das Licht begann den Morgen und sie direkt ringelte. Herr Förster, schön, dass du zu mir gekommen. Vielleicht kann ich Sie etwas zu bieten. Eine leckere Kaffee? Nein, danke, Ricardo, aber ich habe ein Problem. Es geht um meine Nichte Sharon. Sie wagen es nicht zu fliegen. Und jetzt ist sie so aufgerannt, dass sie wollte nicht mit mir kommen. Und ich komme zu dich, um sich zu fragen, wenn sie etwas, um sie den Flug zu überleben. Nun, ich habe etwas, das sie für das Fliegenangst verdwinnen können. Aber sonst kommen sie zusammen mit mir. Ich habe es in den Kühlschrank stellen. Das ist es. Hiermit kann Sharon das Überleben zu fliegen. Ja, das ist fantastisch. Aber wie kann diese Schlaftabletten jetzt bei meinem Problem helfen? Die sind sehr gute Tabletten. Diese Tabletten sicherstellen, dass sie schlafen vor 24 Stunden. Kommen, soll sie es sie geben. Ein wenig später im Sharons Zimmer. Tag, Sharon. Tut mir leid, dass ich eingedrungen in Ihrem Zimmer, aber... Und was Sie tun um mich, Ricardo? Lass mich in Ruhe! Ich habe Ihnen etwas Wasser. Es wird recht warm in den kommenden Tagen, so trink nu. Was? Ich fühle mich so müde. Oh, ich denke, ich werde... Schließlich! Und jetzt haben wir einen Weg zu erfinden, um sie zum Flughafen zu bringen.
Super Förster und nun auf zum Flughafen. Danke, Ricardo. Sie haben mir sehr geholfen. Was sollte ich ohne dich tun? Es war kein Problem, es zu tun. Solange Ron schlaf, wird sie nicht bemerken, während des Fluges. Vielen Dank, Ricardo, aber ich glaube, ich schon am Reis. Das Flugzeug nach Deutschland wartet auf mich. Na ja, gute Reit, Förster, und in 2 Wochen. Auf Wiedersehen, Ricardo! Unglaublich, das war eine große Koffer. So, werde ich während der langen Reise, ich werde ein schönes Pass mit diesem Magazin haben. Onkel, dies ist der beste Urlaub in meiner Liebe. Vielen Dank, Alfred. Oh, gern geschehen. Das ist sehr lieb von dir, Sharon.